Es ist Sonntag, der 30. Januar 2011, der letzte Tag, an dem die Sonderausstellung des Senckenberg-Museums Frankfurt über die Gigasaurier, die Riesen Argentiniens, geöffnet hat. In der Ausstellung werden den Besuchern 22 Dinosaurierarten, Modelle und Skelette, Eier, Fußspuren und Hautabdrücke gezeigt. Die Zusammenstellung ist spektakulär und weltweit einzigartig. Den Besuchern wird ein faszinierender Überblick über die gesamte Epoche der Dinosaurier ermöglicht. Von ihren Anfängen vor 230 Millionen Jahren bis zu ihrem Ende vor 65 Millionen Jahren. Organisiert wurde die weltweit tourende Sonderausstellung von dem Nationalen Komitee für wissenschaftliche und technische Forschung mit Sitz in Buenos Aires. Betritt man die Ausstellung, geht man zuerst durch einen Zeittunnel. So reist man zurück ins Erdmittelalter, 230 Millionen Jahre zurück ins Zeitalter der Riesenechsen. Die erste Abteilung beginnt dann mit der Trias. In dieser Zeitepoche tauchen die ersten Dinosaurier auf. Hier trifft man auf den weltweit ältesten Dinosaurier, Eoraptor, den Jäger der Morgenröte. Er ist ein direkter Verwandter der großen Raubsaurier. Sein Name weist auf den Fundort in Argentinien hin, das Val de la Luna, das Tal des Mondes. Das Objekt ist das älteste Dinosaurierbaby der Welt. Auch Originalhalswirbel vom Patagosaurus Fariasi kann man hinter Glas bewundern. Für Kinder ist das natürlich alles faszinierend. Auch spielend, selbst im Sand nach Saurierknochen zu suchen, wird den Kindern geboten. Im Jura entwickelten sich die Dinosaurier rasant weiter. Die ersten langhalsigen und pflanzenfressenden Riesen wie Patagosaurus entstehen und modernere Raubsaurier bevölkern die südlichen Gefilde. Der Kreidesaal stellt das goldene Zeitalter der Dinosaurier dar. Hier begegnet man dem Argentinosaurus, dem größten jemals gefundenen Dinosaurier der Welt. Das ist ein Koloss mit etwa 40 Metern Länge, 8 Metern Schulterhöhe und 80.000 Kilogramm Gewicht. Der Gigantosaurus, das ist ein Vetter des berühmten Tyrannosaurus Rex. Allerdings ist er noch etwas größer als dieser. Im Giga-Café in unmittelbarer Nähe zum größten Saurier der Welt kann man dann eine Rast machen und eine Tasse Kaffee genießen. Die Kinder modellieren derweil mit Plastilin ihre eigenen Saurier, unterstützt von den Museumspädagogen des Senckenberg-Museums. Sie stehen an den Basteltischen für alle Dino-Fanfragen zur Verfügung.
der Eintrittspreis der Gigasaurier-Ausstellung auch den Eintritt in das Senckenberg-Museum beinhaltete, ließen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen, gleich im Anschluss auch das Senckenberg-Museum zu besuchen. Das Senckenberg-Museum ist eines der größten Naturkundemuseen in Europa. Auf einer Fläche von 6000 Quadratmeter erwartet einem über 5000 zum Teil weltweit einzigartige Exponate. Die Palette der Ausstellungsthemen reicht von der Tier- und Pflanzenwelt längst vergangener Zeitepochen über die Geologie und Entwicklung der Erde bis zur Vielfalt der heutigen Lebewesen. In der ersten großen Halle werden die Dinosaurier gezeigt. Aus jeder Großgruppe ist mindestens ein Vertreter zu sehen. Die größten heute lebenden Säugetiere sind an Land die Elefanten und im Wasser die Wale. In der zweiten großen Halle sind diese beiden Arten ausführlich dargestellt. Auch Skelette von den längst ausgestorbenen Mammuts kann man auch bewundern. Ein Gehirn von einem Schwertwal im Vergleich zum menschlichen Gehirn. Mit dem Aufzug geht es in die oberen Stockwerke. Hier sind die Säugetiere, Amphibien und Reptilien. Neben der größten Echse der Erde, dem Komodowaran, kann man in der Ausstellung die Artenvielfalt der beiden Gruppen in verschiedenen tropischen Lebensräumen bewundern. Leider geht die Zeit viel zu schnell vorbei. Man kann in der Kürze der Zeit gar nicht alles so intensiv betrachten, wie man möchte. Irgendwann wird sich bestimmt einmal wieder die Gelegenheit ergeben, das Senckenberg-Museum zu besuchen. Es gibt noch viel zu sehen.